Satan rufen. Und das ist etwas Gutes. Die Krankheiten sind in sich selber etwas Schlechtes. Aber dadurch, dass es Krankheiten gibt, haben wir die Gesundheit erfasst. Hätte jemand die Gesundheit erkannt, wenn die Krankheit nicht wäre? Die Antwort ist nein. Das heißt, jede Sache, die wir sehen, die schlecht ist auf den ersten Blick, bringt etwas Gutes mit sich. Noch dazu müssen wir verstehen, dass dieses Leben bei Gott nichts wert ist. Diesseitige Leben gegen das Jenseits ist wie jemand, der den Finger in den Ozean hineinsteckt. Das, was er in dem Finger hat, dieses bisschen Wasser ist das Diesseits und der Rest ist das Jenseits. Das heißt, jeder Mensch, der hier ungerecht behandelt wurde, Gott hat das diesseitige Leben nicht zum Erhalt oder zur Manifestation seiner Gerechtigkeit erschaffen, sondern er hat das diesseitige Leben als Probe erschaffen. Und das Jenseits ist da für die Manifestation der Gerechtigkeit des allmächtigen Gottes. Gott sagt im Koran, in Sure 36, فَالْيَوْمَ لَتُذْلَمُ نَفْسٌ شَيْءًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. An jedem Tag wird keiner Seele Unrecht geschehen. Was ist jeder Tag? Dieser Tag ist Yomul Haqq, der Tag der Wahrheit, der Tag der Gerechtigkeit, wo Abrechnung gemacht wird. Yomul Din, der Tag der Abrechnung. Und jeder wird seine Strafe oder seine Belohnung bekommen. Im Diesseits, das Gott erschaffen hat, ist nicht dazu da, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Das Jenseits ist dazu da. Ich gebe ein Beispiel. Nehmen wir einen großen Verbrecher, der ein Massenmörder ist. Welche Strafe, was wäre die höchste Strafe, die man diesem Massenmörder geben kann? Für die ganzen Familien, die er kaputt gemacht hat. Die höchste Strafe, die man ihm geben kann, wäre was? Wäre, dass man ihn ermordet. Aber er hat tausende, Millionen Menschen umgebracht. Das heißt, du kannst ihn niemals gerecht bestrafen. Aber im Jenseits, das Jenseits hat der allmächtige Gott erschaffen zur Manifestation seiner Gerechtigkeit. Und die Strafe kann ewig dauern. Ein anderer Mensch hat etwas Schlechtes im Leben erlebt. Er ist umgebracht worden. Er ist vernichtet worden. Seine Familie ist abgeschlachtet worden. Aber das Jenseits hat Gott erschaffen, um diesen Menschen zu entschädigen. Und Gott kann das. Du wirst sagen, warum hat er es so gemacht? Dann sagen wir zu dir, okay, kein Problem. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Oder hat einer das Gefühl, das Leben ist ein Wunschkonzert? Weil manche Leute, die kommen auch, wenn du ihnen sagst, ja, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, sagt er, ja, ich glaube nicht an Gott, weil meine Katze, die ist letztes Jahr vom Trecker plattgefahren worden. Und warum, wenn es Gott gibt, warum lässt er meine Katze sterben? Das Leben ist kein Wunschkonzert. Das Leben ist Realität. Und das, was ich hier präsentiere, sind die Antworten auf diese Fragen, die uns Menschen beschäftigen. Deswegen, wer sucht, der findet. Wer klopft an, dem wird die Tür geöffnet. Suche und finde. Suche die Wahrheit. Und ich kann euch nur anbieten, wir haben hier unser Dawa-Zentrum, unser islamisches Zentrum in der Eigener Straße. Wir laden jeden ein, der hier ist. Kommt vorbei. Mann, Frau, alt, jung, groß, klein, schön, hässlich, egal. Alle sind willkommen. Dick, dünn. Jeder kann vorbeikommen. Es kommt darauf an, wir wollen gemeinsam mit jedem Menschen am jüngsten Tag die ewige Glückseligkeit erreichen. Mit jedem Mensch, egal ob er schwarz ist, weiß ist, gelb ist, grün ist, blau ist, weil er hat vielleicht zu viel getrunken oder so. Wir wollen mit jedem Menschen Glückseligkeit erreichen. Und dazu müssen wir das Handbuch haben. Wir wissen jetzt, dass es einen Gott gibt. Und wir wissen, dass dieser Gott uns mit der Fähigkeit erschaffen hat, darüber nachzudenken. Ich habe eben den Unterschied vom Mensch zum Tier erwähnt. Was habe ich gesagt? Der Mensch hat einen Verstand, ein spirituelles Wesen. Wenn der Mensch keinen Verstand hätte, wer würde uns in den Zoo stecken? Dann würden wir von Affen, Löwen und Tigern in den Zoo hineingesteckt werden. Weil die stärker sind als wir. Aber der Mensch hat einen Verstand und er soll suchen. Er soll seinen Verstand nicht verkümmern lassen. Er soll seinen Verstand Nahrung geben, suchen. Und er soll seiner Seele Nahrung geben,
Denn Gott sagt, wer diese Nahrung nimmt, wird glücklich sein. Und wir sehen es. Wir sehen es auf der anderen Seite, dass diejenigen, die sich von Gott abwenden, unglücklich sind. Und Allah sagt im Koran, فَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Wer sich von meiner Ermahnung abwandt, dem werden wir ein enges Leben bescheren. Schau dich um. Schau dir das Leben an von den Menschen, die in Gottlosigkeit leben, die denken, Glückseligkeit würden sie durch Unzucht erreichen. Glückseligkeit würden sie durch Drogen erreichen. Glückseligkeit würden sie durch Partys erreichen. Schau dir das Leben an. Unter welchen Menschen ist die Selbstmordrate am höchsten? Unter welchen Menschen ist die Frustration am größten? Unter diesen Menschen. Deswegen kehre zurück zu deinem Gott. Beschäftige dich und suche nach dem Maßstab, der dir sagt, wie du glücklich lebst. Denn Gott hat dir ein Handbuch gegeben und ich stelle dir den Koran als Handbuch vor. Wir haben die Existenz Gottes bewiesen und wir haben es schon öfters bewiesen. Jetzt fragen wir, wie kann ich mir sicher sein, dass dieses Buch, von dem du, Pierre Vogel, behauptest, dass es das Buch Gottes ist, der Koran, dass dieses Buch wahrlich der Koran ist. Und ich sage hier ganz deutlich, viele Menschen sagen, Glaube bedeutet nicht Wissen. Viele Menschen sagen, Glauben bedeutet nicht Wissen. Ich sage, doch, bei mir bedeutet Glauben Wissen. Denn es gibt Glauben, der auf Vermutung basiert und Glauben, der auf Beweisen basiert. Und wenn wir wissen, dass Gott uns mit der Fähigkeit erschaffen hat, darüber nachzudenken, woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn meines Lebens, dann muss es auf diese Fragen auch eine plausible Antwort geben. Und diese Antwort muss uns der geben, der uns erschaffen hat. Und wenn er uns diese Antwort gibt in einem Buch, wo steht, warum er uns erschaffen hat, dann muss dieses Buch auch Beweise haben. Denn Gott will uns die Wahrheit präsentieren für den, der die Wahrheit will. Ich sage, der Koran ist vor 1400 Jahren herabgesandt worden. In diesem Buch steht, in Sure 55, Baraj al-Bahrain yaltaqiyan baynahuma barzakhu la yabghiyan. Er sagt, die zwei Meere, Süß- und Salzwasser, treffen aufeinander und dazwischen ist eine unsichtbare Scheidewand, sodass das eine Wasser nicht in das andere übergeht. Heute, durch die moderne Wissenschaft, wissen wir, dass Salz und Süßwasser, sobald sie ineinander übergehen, dass sie ihre Struktur und ihren Salzgehalt verändern. Wer konnte das vor 1400 Jahren wissen? Im Koran steht, dass derjenige, der im Meer immer weiter herabgeht, später seine Hand nicht mehr sehen kann. Wir wissen heute durch die moderne Wissenschaft, dass wenn jemand in die Tiefen des Meeres hineingeht, ich rede von tausenden Metern, dass dort absolute Dunkelheit herrscht. Das konnte damals keiner wissen, weil der Mensch höchstens 40, 50 Meter tief tauchen kann und dort gibt es noch Licht. Wer konnte das wissen vor 1400 Jahren? Nur Gott. Im Koran steht, ja, dort steht, أَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Haben diejenigen, die den Glauben verweigern, nicht gesehen, dass Himmel und Erde eine zusammenhängende Masse waren, die wir getrennt haben? Im letzten Jahrhundert, Edwin Hubble, im letzten Jahrhundert wurde festgestellt, dass Himmel und Erde, dass diese Planeten eine zusammenhängende Masse waren, die getrennt wurde. Das ist die Urknalltheorie. Das heißt, dass das Leben, der Raum aus einem Punkt mit null Volumen entstanden ist. Im Koran, in Sure Dhariyat, die 51. Sure vom Koran, steht, das heißt, den Himmel haben wir mit Kraft aufgebaut und wir werden ihn ausdehnen. Edwin Hubble hat im letzten Jahrhundert festgestellt, dass der Himmel sich ausdehnt, dass das Universum sich ausdehnt. Wer konnte das zur damaligen Zeit wissen? Meinst du mich? Was ist? Der? Hallo? Weg, weg hier. Okay. Ist nur Spaß, nenne ich das hier. Ach ja, ist wieder, boah, der Pierre Vogel, der hat da den einen da angeschnauzt. War nur Spaß, ne? Keine Angst. Jedenfalls,
Wer konnte das vor 1400 Jahren wissen? Keiner. Und deswegen haben wir Gewissheit und deswegen glauben wir dran. Und wir wünschen, dass Sie alle teilnehmen. Hier, wir haben Bücherstände, wir haben Flyer, Prospekte. Kommen Sie in die Aikener Straße. Welcher Stadtteil ist das? Aiken, ne? In Aiken, welche Hausnummer? 165? 64, okay. Kommen Sie vorbei, machen Sie mit und werden Sie glücklich. Denn der wahre Erfolg im Leben ist davon abhängig, dass wir Gott folgen. Und wenn wir Gott folgen, dann werden wir ein glückliches Leben hier bekommen, vom Herzen her. Selbst wenn du die ärmste Kirchenmaus bist, glaub es mir. Glaub es mir, selbst wenn du die ärmste Kirchenmaus bist. Ich gebe ein Beispiel. Ich war vor ungefähr 2 Monaten im Krankenhaus gewesen, bei einem Muslim, der querschnittsgelähmt ist. Der liegt in seinem Bett und der hat hier ein Kabel, womit er die Schwestern rufen kann. Ich frage, gibt es eine schlimmere Situation als so etwas? Im Bett zu liegen, voll querschnittsgelähmt. Und dieser Mann, ich komme rein, er sagt, mach das Licht an. Er ist Marokkaner, er hat ein Lächeln auf dem Gesicht und sagt, Alhamdulillah. Ich frage ihn, wie geht's dir? Was sagt er? Gott sei Dank. Ich danke Gott dafür. Ich danke Gott dafür, dass er mich in diese Situation gebracht hat, denn dadurch habe ich am jüngsten Tag Lohn zu erwarten. Trotz seiner Situation ist er glücklich. Ein anderer Bruder, sein Kind kommt auf die Welt und ist schwer krank auf der Intensivstation. Der weint vor Freude, dass Allah ihn auf die Probe gestellt hat, weil er weiß, dass alles von Gott gut für ihn ist. Deswegen, wenn du diesen Glauben hast, ich kann nichts erschüttern. Wovon ist Glückseligkeit abhängig? Glückseligkeit ist davon abhängig, dass du mit den Höhen und den Tiefen im Leben umgehen kannst. Mit den Höhen können viele Menschen scheinbar umgehen. Aber was ist mit den Tiefen? Und selbst mit den Höhen können viele nicht umgehen. Selbst mit den Höhen können viele nicht umgehen. Der Mann ist reich. Nachdem er reich geworden ist, lebt er in völliger Paranoia. Wird er völlig paranoid, weil er Angst hat, sein Geld zu verlieren. Der Mann bekommt eine hübsche Frau, danach will er mehr, mehr, mehr. Das heißt, mit den Höhen können auch viele nicht umgehen. Aber was ist mit den Tiefen? Was hören wir, wenn einer einen Schicksalsschlag erhält? Wer kann damit umgehen? Die meisten sagen dann nur, warum ich? Warum ist das mir passiert? Warum ist mir das passiert? Und kommen nicht damit klar. Aber ich kenne Leute, ein Bruder hatte Krebs gehabt und in seinem letzten Atemzug hatte er so viel Hoffnung gehabt. Deswegen, das ist das, was ich sage. Das ist unser Weg zur Glückseligkeit. Jeder soll es ausprobieren, sich daran halten und er kann mir glauben, dass ihm das helfen wird. Ich danke euch. Dankeschön. Klatschen kannst du dir sparen. Inshallah. Bis zum nächsten Mal. Kommt mal in die eigene Straße. Und dann beenden wir das. Will noch einer was erzählen? Ja.